Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Agnes Johanna und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Und zwar geht es um die große ATC-Tauschparty. Ich habe dieses Format gestartet im letzten Monat und der Einsendeschluss war der 12.12. Und jetzt sind alle Karten bei mir und heute werde ich dir zeigen, was angekommen ist. Ich habe ja mit 8 von euch je eine ATC getauscht und das Thema war Zeit. Wie du schon siehst, habe ich es hübsch dekoriert. Ich habe mir auch im Nachhinein noch so ein paar Ührchen so gekauft. Ich fand das so toll. Ich war total in diesem Thema vertieft. Ich weiß, ihr hattet eure Freude dran. Und was ich ganz am Anfang jetzt schon sagen möchte, ist, im Anschluss an das Ganze, was ich dir jetzt hier zeige, wer ne, dabei war und so weiter, werde ich eine neue Runde starten. Und wie das genau dann ablaufen wird, da kommen wir dann, wenn ich dir alles gezeigt habe, dann später zu. Also dranbleiben bis zum Schluss, damit du auch genau Bescheid weißt, wie jetzt die nächste Runde starten wird. So, also letzte Runde. Das war im November, war das initiiert. Bis zum 12.12. konnten alle einschicken, die mit dabei waren. Und ich habe selber diese Karte hier gebastelt. Also das ist mein Exemplar. Ich habe 9 Stück davon gemacht. Eine behalte ich ja immer für mich und 8 werde ich immer tauschen. Und das ist jetzt hier die Nummer 9 von 9, weil es ist mir ein kleiner Fauxpas passiert, das war nicht die richtige Größe, ne? ATC, da gibt es ja auch bestimmte Größen. Und da habe ich mir gedacht, komm gut, die ein bisschen krumm und schief ist, die behalte ich mal selber und die restlichen schönen, die verschicke ich dann. Ja, alle waren im selben Stil. Ich habe Designpapier genommen und ein bisschen mit einer Stencil-Schablone hier gemacht und dann hier Dinger dran gemacht, die man auch drehen kann. Also auf jedem ist irgendwas, was man drehen kann. Es greift natürlich nicht ineinander über, also so hochtechnisch präzise ist das jetzt hier nicht, aber es ist ein kleines süßes Gimmick. Ja, ich hoffe, dass sich alle über meine Karte gefreut haben und ich habe mich auf jeden Fall über eure gefreut und ich zeige euch jetzt auch, warum, weil es sind echt tolle Sachen dazugekommen. So, und ich werde jetzt hier einfach mal die Karten nach und nach hinlegen. So, kommen wir zur ersten Karte und zwar ist die von Sunny. Also liebe Grüße an Sunny. Und ich habe eine Karte bekommen und auch mit dem Instagram-Namen und zwar Squab Kreativ, also squab.kreativ. Ich werde alle eure extra Sachen, die ihr da reinschreibt, werde ich unten natürlich unter dem Video dann auch verlinken, falls einer Interesse hat, da mal auf die Accounts zu gucken, ja? Also, diese Karte ist gekommen und genannt wurde sie Zahn der Zeit, die hat also noch einen extra Titel. So, und ich weiß jetzt gar nicht, diese Nummer hier, 374, ist das die Nummer an Karte, die du gebastelt hast? Also das haut mich ja echt um, wenn das so ist. Oder ist das die, die du je in deinem Leben gebastelt hast? Das würde mich jetzt mal echt interessieren, Sunny. Also der Zahn der Zeit, das ist eine von eins. Jetzt werde ich mich wieder blamieren. Er oder sie? Ich glaube, sie. Ich bin echt ein Honk. Sorry. Ja, Sunny ist halt so ein Allround-Name, man weiß es nicht. Ne? Scheinbar für meine Aktion extra gebastelt. Und das macht mich natürlich besonders, ja, fröhlich. Das ist voll schön, weil dann ist das hier ein absolutes Super-Unikat. Und die ist auch total schön. Und zwar ist das hier mit Paste gemacht. Also das ist erhaben hier, die Uhr und auch dieses Zahnrad. Und dieses hier ist, glaube ich, ein Sticker, der da drauf ist. Und das hier, das ist ja echtes Metall. Das hat mich ja super fasziniert. Und auch der Titel der Karte, Zahn der Zeit, ja, das passt 100%. Ich meine, es ist einfach, ja, diese Zahnräder, die das ausmachen, ja. Und eine wunderschöne Karte. Vielen Dank dafür, liebe Sunny. Sorry, es tut mir super leid. Ich habe mich nämlich auch blamiert, weil ich habe nämlich auch eine bekommen von einem männlichen Wesen, wo ich erst dachte, das wäre ein Mädchen. Also Leute, eure Nicknames, ne, die verwirren mich nur. Ich bin schon alt, ich kann das nicht so gut. Also, ich werde jetzt einfach gar nichts versuchen dazu zu sagen, sondern einfach nur vielen Dank, liebe Sunny, für diese Karte. So, was dabei war, das möchte ich auch noch dazu sagen. Und zwar ein Goodie. Und zwar diesen hier, diesen Crazy Frog. Der total crazy ist, tatsächlich. Guckt euch das an. Ist also auch eine ATC-Karte. Und total schönes Papier. Das glitzert so schön. Crazy Frog, total lustiges Teil. Da steht auch eine Nummer drauf, und zwar 30. Also es kann sein, dass es tatsächlich entstanden im Februar 2022, so wie das da drauf steht.
Ich bin ja noch nicht, ich muss ja echt sagen, ich mache hier so eine Aktion, ohne so wirklich den Plan zu haben von ATC und so den Geflogenheiten, aber eine super coole Goodie-Karte. Vielen, vielen Dank dafür. Jetzt muss ich gucken, dass ich die hier unfallfrei reinbekomme. So, genau. Das kommt jetzt wieder da dran, dass ich das nachher nicht, dass ich noch weiß, was wo dran klebte. So, und dann kommen wir zur nächsten Karte. Und die ist von der lieben Sarah. Und Sarah hat diese hier gebastelt. Und die ist Nummer 1 von 7. Das heißt, sie hat also 7 Karten gebastelt und eine davon gehört jetzt mir. Und hier ist die Zeit mal, also da muss ich ja sagen, das ist jetzt mal was ganz anderes, weil eine Sanduhr, die hatte tatsächlich keiner außer Sarah. Bin ich auch gar nicht drauf gekommen, dass ja auch Zeit mit Sand zusammenhängt, ja? Also es ist so inspirierend, Leute. Es ist einfach nur geil. Ich finde, das ist, ne, es ist ein Thema und trotzdem so eine unglaubliche Vielfalt an Umsetzung. Und ja, vielen, vielen lieben Dank für diese schöne Karte. Und zwar mit dieser, also ich habe auch eine Weihnachtskarte dazu bekommen, so eine schöne. Merry Christmas, da war die auch drin. Vielen Dank dafür. Und ja, es ist einfach nur, es ist einfach eine Vermehrung von Ideen und es ist so inspirierend alles, ja. Also ich bin, also dieses Format, ich liebe es jetzt schon auf immer. Es ist einfach nur geil. So, dann die nächste Karte, die habe ich persönlich bekommen und zwar von der Julia von Julwin Art. Die wohnt ja bei mir um die Ecke und sie war mit dabei. Und da habe ich dieses süße Säckchen bekommen und mit einem selbstgebastelten, ganz niedlichen Holder, also so ein Täschchen hat sie hier gebaut, quasi, die macht man dann so auf und da ist die Karte drin. So, und die packe ich jetzt auch einmal aus, weil ich finde, es reflektiert und so. Und ich sehe schon, ihr habt alle so spezielle Folien dafür scheinbar. Ja, keine Ahnung, ob es da, wahrscheinlich gibt es für ATC extra Spezialfolien oder sowas. Okay, ich muss mir gerade mal hier mit einer Pinzette helfen. So, na komm schon raus. Willst du nicht? Komm jetzt raus, das gibt's doch gar nicht. Die will nicht. Julia, was hast du mit der Karte gemacht? Ist die da drin festgeklebt oder was? So, ich hab sie gleich. So, jetzt aber. So, das nicht so reflektiert. Und auch hier wieder die Uhren, aber diesmal mit dem Spruch. Und das finde ich ja mal richtig schön. Es gibt ja so viele inspirierende Sprüche auch, ne? Wenn man sich mit so einem Thema erstmal befasst, da kommen einem ja so 1000 Ideen. Hier ist auch so ein kleines Metallteil dran. Hier hinter, ich glaube, das ist direkt Scrapbook-Papier, auch mit Paste. Zeit, die wir uns nehmen, ist Zeit, die uns etwas gibt. Und das ist in der Tat so. Also dieser Spruch, super inspirierend. Ja, das ist eine, die 7 von 9. Das heißt also, Julia hat auch 9 Stück gemacht. Vielleicht könnt ihr ja noch eine ergattern. Vielen Dank, liebe Julia, für deine Karte. Total cool. So, das war also das. So, dann haben wir jetzt hier 4. Das ist ja inklusive meiner. Das heißt also, wir haben noch 5. So, die nächste Karte. Moment, jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier meine Häufchen richtig mache. Jetzt kommt nachher alles durcheinander. Die nächste Karte ist von der lieben Marion. Und da gab es ein bisschen Post. Und, also unglaublich, Leute, ehrlich. Ich habe bekommen ein kleines Mini-Igelchen-Standsteil. Ja, wie süß ist das denn? Ja, vielen Dank. Das war da mit drin. Und hier die Karte. Und die finde ich auch interessant, weil die ist nämlich geklappt. Ja? Und hier ist ein Kalender mit drin. Guckt euch das mal an. Ja? Und ich glaube, das ist der Kalender, der kleine Kalender aus Ines ihrem Shop. Der kommt mir total bekannt vor. Die hatte letztens nämlich ein Video gemacht, wo sie mit diesem Kalender ganz tolle so Kalenderhalter, so Dinger gemacht hat. Ich verlinke das mal unten, dann könnt ihr euch das noch ansehen. Genieße den Moment. Ja, auch sowas, wo Zeit ist einfach so ein super geiles Feld. Und ich hoffe, auch der nächste Begriff wird euch gefallen für die nächste Aktion. Zeit war schon mal richtig cool. Und wow, so viele schöne Uhrzifferblätter hier. Ne? Das ist so toll. Und auch diese Kombination, die so übereinander zu packen, ganz toll. Liebe Marion, vielen Dank für deine Karte. Vor allem als Klappkarte und kann man ja hier... Und Kalender und Leute... So schön, echt so schön.
Ich bin ganz. Ihr hört das wahrscheinlich, ne? Ich habe eine Dauergrinsebacke, weil das einfach so einen Spaß macht, mit euch in diesen Austausch zu kommen. Und ich habe ja tatsächlich, das vielleicht nur kurz nebenbei, ich habe mir ja hier so ein Teil hier, ne? Das ist ja, ich glaube, das ist extra für diese ATCs. Das habe ich mir mal gekauft von jemandem, der die mal gesammelt hat. Und hatte mir natürlich schon überlegt, was ich da alles reintue. Und ich habe am Ende habe ich die gar nicht benutzt. Und perfekt. Jetzt kommt die schön immer jeder Monat rein. Und wenn die dann voll sind, dann werde ich ein Journal dafür basteln natürlich. Und das werde ich euch dann auch nochmal zeigen. Also, das aber nur so nebenbei. Dann die nächste Karte. Und die ist total süß, die muss ich euch mal zeigen. Guckt euch das mal an. Ist das nicht putzig? Ich habe auch schon überlegt, nee, das kann man glaube ich nicht öffnen, oder? Ich guck mal, nee, ich glaube nicht. Das ist nur die Deko. Ich bin sprachlos, weil das ist so niedlich. Das hier, das ist richtig so eine Paste, das ist halt so ein bisschen aufgesetzt und das ist wie, ja, wie so Schnee, ne? Also wie das, als würde es drauf liegen. Das ist total witzig. So, und da hatte ich von, die ist von Mottes Kreativwelt. Und das war ihre Karte hier. Und die hat mich ja auch ganz geflasht. Und dann guckt man mal hier, es ist die Zeit und ich habe das erst gar nicht richtig geschnallt. Und dann sehe ich, das sind die vier Jahreszeiten. Ja, wie geil ist denn diese Idee bitte? Auch total cool. Hier Frühling mit dem Vogel und Sommer mit Schmetterling, Kürbis mit Halloween. Und hier, guckt euch das mal an. Der kleine Schneemann, der spielt mit den Schneebällen jonglieren. Und jeder Schneeball davon, wenn ich da drüber gehe, ist nochmal extra mit so einer Paste gemacht. Voll geil. Super cool. Also, sprachlos, sage ich. So sprachlos, ehrlich. Leute, Leute, Leute. So, und dann habe ich eine bekommen, und zwar vom Julian. Und Julzel Ryder, ich hoffe, das war jetzt richtig ausgesprochen, das ist für mich wirklich ein Zungenbrecher. Bei Julian dachte ich, es wäre ein Mädchen. Also, Julian, ich bin ja jetzt aufgeklärt, hat mir etwas geschickt, und das hat mich auch also, ganz geflasht, und zwar diese Karte hier. Die ist absolut, weil er hatte Bedenken geäußert, ob die noch nah am Thema ist. Die ist absolut im Thema, denn das Thema, es ist ja im Prinzip, ist mein Thema, was ich euch gebe, ist ja eine Inspiration. Und was auch immer euch dazu einfällt und was auch immer ihr damit umsetzen wollt, könnt ihr umsetzen. Ja? So, und diese Dame hier, das ist nämlich ein Titel dieser Karte, und zwar Feen im Wandel der Zeit. Und ich musste tatsächlich der, ich habe überlegt, also prinzipiell so eine Collage, ne, finde ich total toll, ja. Und hier hinter auch mit der Zeit und so. Und dann habe ich gedacht, weil er das explizit jetzt in seinem Brief gesagt hat, ob das wohl noch so am Thema ist, zu sagen, das ist so seine Fee, ja. Deswegen auch die Flügel und alles, ne. Also ich hoffe, ich interpretiere das jetzt richtig. Diese freie Interpretation von Kunst finde ich ganz klasse. Das ist auch mal wieder was völlig anderes. Und ich meine, seht euch diese Vielfalt an. Ja, hier hat nichts gleicht irgendwie dem anderen. Ja, also das ist, jeder hat das so ganz anders umgesetzt. So cool. So cool, Leute. So, dann habe ich noch eine Karte bekommen von der lieben Lena. So, und Lena hat wieder hier akkurat gebastelt. Die macht das ja immer so perfekt. Ich bin immer ganz begeistert. Wenn du die Zeit genießt, ist der Moment perfekt. Ja, jawohl, jawohl. Ich genieße es hier, eure ATC-Karten zu zeigen, weil das einfach so schön viel Spaß macht. So, und zwar ist das hier richtig hohl damit. Also, was du da noch immer so bastelst, ne? Manometer. So, und jetzt holen wir die Karte mal raus. Und die ist ja auch total cool, weil hier ist ein Gebamsel dran. Für alle Zeit. Richtig hier so ein Foto da mit Rahmen und die sieht so richtig schön vintage alt aus. Ja, und die ist von Lena. Für alle Zeit ist der Titel. Deswegen heißt sie so. Das bedeutet also, Agnes hat es gar nicht richtig verstanden. Bei mir ist ja Titel überall Zeit. Ihr habt euch noch richtige Titel überlegt zu dem Thema Zeit, Titel, noch eine besondere Titelkarte zu machen. Also ich werde nachziehen. Hoffe ich. Gucken wir mal. Ja, total cool. Und diese kleine Uhr, die hier dran bammelt, die ist also Zucker, ne? Das ist so ein schönes Gebamse. Guckt euch das mal an. Ist auch so toll. Und dann diese Zusammenstellung einfach. Es ist, ja, wie gesagt, man kann es ja für alles andere auch nehmen. So eine Art Collagen, die ihr gemacht habt, ja? Wie kann man Sachen kombinieren, ja?
mit allem, was ihr hier so benutzt habt. So, ach so, und jetzt, das war natürlich noch nicht die letzte, eine gibt es ja noch. Und ich muss jetzt nur kurz in die Kamera gucken, ob man den dann auch alle schön sehen kann. Ja, kann man, ne? Also ich werde jetzt hier meine lustige kleine Deko mal ein bisschen verschieben. Meine kann jetzt hier mal an den Rand. Ich möchte hier für alles hier schön Platz haben. So, und man soll ja auch alle hübsch sehen. So, und dann habe ich ein Päckchen bekommen. Da muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen, ich habe erst gedacht, ist das für die Weihnachtsaktion? Weil hier kam echt so ein fetter Umschlag an, Leute. Ja? Und dann habe ich gedacht, nee, da sind Uhren drauf. Also hier ist ein Washi drauf mit Uhren. Und da habe ich gedacht, nee, das muss ja für die Aktion sein. So, und dann hole ich aus diesem Umschlag heraus noch einen Umschlag. Oh. Leute, ich muss das mal kurz zur Seite legen. Also, diese Aktion beinhaltet von meiner Seite, ne, völlige Transparenz, eine Karte und ein Goodiebag. Und das schicke ich euch. Und ich bin super, super dankbar für jedes Einzelne, was hier eingegangen ist, auch wenn es nur diese Karte war, mit einem kleinen Gruß oder was auch immer, was ihr möchtet. Ihr könnt mir auch nur eine Karte schicken. Da freue ich mich, weil darum geht es, um die Karte. Und es ist, ich bin da ganz ehrlich, es ist so ein Hin und Her mit den Gefühlen, weil, jetzt zeige ich das und das ist so schön, dass ich euch das auch zeigen will. Einfach, damit ihr vielleicht auch ein bisschen inspiriert seid, vielleicht für ein anderes Projekt, was auch immer, weil das hier so angekommen ist und mich so, und ich dachte, oh, ist das lieb. Scheiße, ne? Ist das lieb, genau. Und es ist so ein bisschen so ein zweischneidiges Ding. Ihr dürft mich natürlich beschenken. Ich freue mich über jedes Geschenk wie Hulle, ja. Ich liebe Geschenke. Das will ich gar nicht klein machen, ja. Und ich bin so unendlich dankbar für das, was hier alles drin ist. Und ihr werdet gleich echt staunen. Ich möchte nur vermeiden, dass sich hier irgendeiner verpflichtet fühlt, mir etwas zu schicken, was so oft, also so viel beinhaltet, ja. Dieser ETC-Tausch reicht eine Karte in einem Umschlag mit eurer Rücksenderadresse. Punkt. Das ist der Rahmen, den ich euch vorgebe und das ist der Rahmen, in dem ich mich bewege, weil es kommt dies und das und ich kann nicht jedem das, auch wenn ich es gern möchte, also deswegen tue ich das durch dieses Video, ich möchte euch meine Wertschätzung einfach in diesem Video, ja, für jede einzelne Einsendung, möchte ich einfach mich bedanken von Herzen, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr da Bock drauf habt, dass ihr mich letztendlich auch damit unterstützt, weil ich wieder ein Video habe, was auf YouTube läuft. Also es ist so ein Geben und Nehmen und es bereichert hoffentlich uns alle in irgendeiner Form. Und ich bin so ein bisschen dann in dieser Bredouille tatsächlich. Also ich merke, wie so Gefühle in mir hochkommen von, ah, schicke ich jetzt auch noch extra Goodies mit rein? Nee, das wäre den anderen wieder gegenüber unfair und dies. Und ich bin dann so immer in so einem Hin und Her. Und ich habe wirklich, es hat mich ein bisschen Überwindung gekostet, wirklich jedem nur diesen Umschlag mit meinem kleinen Goodie-Pack und der Karte zu schicken. Und ich werde mich auch strikt daran halten, weil ich merke, alles andere bringt mich aus dem Gleichgewicht. So, aber trotzdem möchte ich mich natürlich für dieses schöne Teil hier bedanken. Alleine dieses Papier ist wirklich ein tolles Papier, was super zu diesem Thema passt natürlich, nicht? Ist klar. Diese Schnalle, so einen Umschlag zu schließen, alleine dafür wollte ich euch das jetzt trotzdem zeigen, weil das ist eine so coole Idee. Warum ist mir die noch nicht gekommen? Ja, das ist das eine. So, und dann war das Ding hier gefüllt und ich gestehe, habe ich überhaupt gesagt, von wem ich das bekommen habe? Ich Horst? Natürlich nicht, nicht? Und zwar ist das von Anita, ne? Habe ich, ja, nee, Anke. Ich wusste, ich mache bestimmt was falsch. Von der lieben Anke ist das. So. Und Anke hat hier so viel reingepackt, dass ich darüber nachdenken musste, wo finde ich denn jetzt diese ATC? Und ich musste ein bisschen suchen. So, und zwar hat sie mir hier reingepackt, und zwar alles zu diesem Thema. Ein, also hier so eine Embossing-Folder-Dinger, also schon geprägte Sachen mit einer ja, so schön. Da bleibt mir echt die Spucke weg. Ich nehme an, das ist mit Oxide Ink gemacht. Weiß ich jetzt nicht. Wie heißt die Oxide? Ihr wisst schon, Distress-Zeugs hier. Und hier auch eine Uhr. Also wunderschöne Prägung. Da würde mich ja gern mal interessieren, liebe Anke, wo du die denn so her hast. Das hier. Dann waren da noch Scrapbook-Papiere mit dabei. Einmal hier. Boah, das ist so viel, ne? Leute. Also ein kleiner Gruß. Der ist hier einmal, ne? Ein kleiner Gruß von der lieben Anke. So, und dann war hier ganz viel Scrapbook-Papier. Alles so dieses, wie nennt sich das nochmal? Steampunk, glaube ich, ne? So mit Uhren und Mechanik und solche Sachen. Ganz, ganz tolles Scrapbook-Papier.
Und ich habe das schon anders irgendwie zusammen gemacht hier. Muss ich gerade mal gucken, wie war das hier nochmal? Oh, sorry, das ist so viel. Genau, eine so eine Karte, die finde ich auch ganz faszinierend. Ich habe auch keine Ahnung, ob das einfach nur eine alte Karte ist. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. So, das war das, genau, das Scrapbook-Papier habe ich euch gezeigt. So, und dann hier ausgestanzte Teile noch. Also sie hat sich echt noch die Mühe gemacht, mir solche schönen, coolen Sachen zu schicken. Guckt euch das mal an. Und das ist irgendwie, ich glaube, das ist ein Aufkleber, oder? Das ist hier auf jeden Fall so gummiert oder so zum Abziehen, weiß ich nicht. Wie schön ist das bitte? Wie macht man solche Blätter? Anke, ich weiß nicht, ob du einen Kanal hast. Wäre natürlich cool, dann könnte ich gleich gucken, ob du vielleicht, da sind ja noch mehr drin, ne? Tatsächlich ein Video dazu gemacht hast, wie man die hier so macht. Oder ist das auf Scrapbook und dann gesprenkelt und dann gestanzt wahrscheinlich? Ich weiß es nicht. Also total coole Blätter. Das ist, die sind so schön. Feiere ich voll ab. Auch die stanzen. Was sind das für welche? Schreibt das doch mal da unten in die Kommentare. Würde mich ja mal interessieren. So, und hier habe ich irgendwie... Ah, okay, das war aus Versehen nur geklebt. So. Und zwar ist das hier auch noch ein Stück von diesem Scrapbook-Papier. Das ist voll schön. Das ist bestimmt von Stamperia oder sowas. Die haben doch immer so... Glaube ich zumindest. Weiß ich nicht, ist jetzt nur so geraten. Und dann, das ist jetzt der Holder für die Karte. Und da ist auch noch eine Füllung drin. Diverse Dinge. Ja, so ein Tag. Und hier auch noch mal so eine Journaling-Card. So, und hier ist der Schatz. Zeit nehmen, sich zu begeistern. Ja, Anke, du hast mich tatsächlich begeistert und ich musste viel Zeit mit diesem Päckchen verbringen, damit ich deine Karte finde. Also die, um die es geht. So. Und, oh, das habe ich gar nicht gesehen. Nee, schade, ich dachte, da wäre irgendwo... Nee, das ist nur die E-Mail-Adresse mit Adresse, gut. Ich dachte schon, du hättest da vielleicht deinen YouTube-Kanal oder sowas irgendwo hinterlegt. So. Das ist auch wieder was ganz anderes hier mit Pilzen und einer Uhr und hier einer Libelle. Und es scheint die Nummer 1 von 10 zu sein, nehme ich an. Auch wieder eine ganz andere Art und Weise, dieses Thema aufzuarbeiten. Also... dieses Thema zu bearbeiten, wollte ich eigentlich sagen, nicht aufarbeiten. Das macht man ja nur, wenn man ein Problem hat, ne? Leute, guckt euch das mal an. Ich gehe kaputt. Das war ja noch nicht alles in diesem Päckchen. Da war ja sogar noch ein Stempel drin. Ja, hier für Artist Trading Card, wo man dann seine Sachen hin... Das ist so lieb. Und liebe Anke, ich habe das in einem Laden gesehen, bei Bösner, als ich letztens einkaufen war. Ihr sollt doch kein Geld für mich ausgeben, Leute. Also ich hoffe, du hattest es über, weil du es zu viel hattest oder so. Ich habe also vielen lieben Dank dafür. Also hier, also wirklich eine kleine Stanze habe ich bekommen und einen Stempel und so viel Scrapbook-Papier. Und ich bin einfach... Versteht ihr? So. Und diese ganzen Schätzeleins, die ziehen jetzt ein hier in meine Dose. Ja. Und... ja, ist, wie gesagt, die ist dafür gemacht. So. Und wir starten, wie gesagt, heute. Jetzt habe ich schon dreimal wie gesagt gesagt. Eine neue Runde. Und ich hoffe, dass euch das Thema gefallen wird. So, das ist jetzt hier mein Monat mit der Zeit. Oh, ich freue mich so, mein Döschen fühlt sich. Ich muss erstmal durchatmen. Leute, Leute, Leute. Oh, so toll, echt. Ich hoffe natürlich, dass euch meine Karte auch so gefallen hat und ja, dem gerecht wurde, was ihr so Tolles gebastelt habt. Genau, neue Runde. Und zwar, es ist ja jetzt morgens und es gab ja schon, ich habe diese Aktion hier, diesen ATC-Tausch, ich habe den letzten Monat ja ins Leben gerufen und gesagt, ich möchte das jetzt in Zukunft regelmäßig mit euch machen. Und da gab es dann schon erstmal Verwirrung, wie man da teilnehmen kann und solche Sachen. Deswegen erkläre ich das nochmal kurz hier. Also, dieses Video geht jetzt zu Ende. Und heute Nachmittag geht der Beitrag
bei YouTube unter dem Reiter Community, ja, ein Video dazu, wie du den findest, verlinke ich dir jetzt hier, damit es nachher nicht heißt, ich wusste nicht wo und wie und was. Ist eigentlich ganz einfach. Du öffnest auf meinem Kanal diesen Community-Tab und findest dann dort den Beitrag. Der kommt erst heute Nachmittag. Und ich habe mir überlegt, ich hatte erst gedacht 4 Uhr, aber das ist irgendwie doof, weil da werden vielleicht noch nicht alle so zu Hause sein. Deswegen habe ich mir überlegt, um 18 Uhr heute Abend geht der Beitrag online. Und die ersten 8 Leute, die da drunter schreiben, ich bin dabei. Nicht mehr, nicht weniger. Einfach nur, ich bin dabei. Die sind in der nächsten Runde dabei. Und wenn es mehr werden, werde ich laut Zeitstempel, weil den gibt es bei YouTube, da kann man genau sehen, um wie viel Uhr welcher Kommentar gesetzt wurde. Das kann ich dann sehen und dann kann ich ganz genau sagen, die und die Leute, das sind die ersten 8 und die machen mit. Und das werde ich dann auf meiner Website, den Link findet ihr auch dort in dieser ganzen Beschreibung zur nächsten Runde, den Link auf meine Website, da werde ich nochmal alle Namen, und zwar eure YouTube-Namen, mit denen ihr das Kommentar Ich bin dabei unter dem Beitrag gepackt habt. Die werden dort nochmal extra aufgeführt sein. Das heißt, wenn du die Übersicht verlierst oder YouTube die Kommentare durcheinander machst oder du denkst, du bist unter den ersten 8, weil YouTube vielleicht die besten Kommentare markiert hat, was auch immer das bedeutet, und du denkst, hä, ich bin doch irgendwie Nummer 6 oder 7, auf meiner Website habe ich wirklich chronologisch dann die Leute, die kommentiert haben, nacheinander, die ersten 8 werden dort verzeichnet sein. Das heißt, du kannst dich immer noch rückversichern, bin ich jetzt dabei oder nicht. Ne? Ich möchte da nicht, dass es da zu Verwirrung im Nachhinein kommt. So, letztes Mal war es so, dass ich hatte diese Aktion ja ganz neu gemacht, ich hatte die vorgestellt, einfach rausgehauen und geguckt, was passiert. Und natürlich ist es so, dass man immer ein Feedback bekommt und dafür bin ich auch sehr dankbar. Da ging es nämlich zum ersten darum, dass manche halt eben traurig waren, weil der war so früh und so schnell alles, schnell, die haben das gar nicht mitgekriegt so schnell. Da war schon alles gelaufen sozusagen. Und deswegen habe ich mir gedacht, das mache ich diesmal so, dass ich jetzt in diesem Video schön ankündige, ne? Um 18 Uhr geht der Beitrag, den habe ich automatisiert, der geht dann online und dann, ne? Jeder weiß jetzt Bescheid. Und so werde ich das auch in Zukunft immer machen, dass wenn das Video an dem Tag rauskommt, kommt dann irgendwann gegen Abend, vielleicht nicht immer 18 Uhr, je nachdem. Vielleicht auch mal morgens für die Leute, die Nachtschicht haben oder so, keine Ahnung. Das werde ich mir noch offen lassen. Aber es wird immer eine Zeitangabe geben, dass du genau weißt, wann dieser Beitrag kommt. Und da zählt dann Schnelligkeit. Wer zuerst kommt, mal zuerst, weil anders kann ich es nicht machen. So, und bitte kommentiert nicht hier unter dieses Video. Das werde ich, also ihr könnt natürlich unter dieses Video kommentieren, Hilfe, Hilfe, ne? Nicht falsch verstehen. Aber nicht hier unter dieses Video, ich bin dabei, schreiben. Das ist nicht, weil es ist eh schon kompliziert, einen Weg zu finden, der für mich einfach ist, das so fair wie möglich, so einfach wie möglich zu gestalten. Für mich nachher auch im Herausfinden, wer war denn jetzt wirklich zuerst. Weil wenn ich jetzt die Videos und die Beiträge nehme und da gibt es denselben Zeitstempel, ja, was bei meinem Glück dann passiert, kann ich nicht beide nehmen. Wenn das jetzt Nummer 8 und 9 wäre, wen soll ich da nehmen? Versteht ihr? Ich möchte keine Bredouille. Das bedeutet, ich möchte, dass das richtig schön transparent läuft, dass jeder Bescheid weiß und ihr wisst es jetzt auch im Vorfeld und so weiter. Und alle, die jetzt später zur Aktion dazukommen oder zu spät sind, keine Sorge, es gibt ja noch einen weiterfolgenden. Also ich werde das ja quasi, das ist mein neues Mitformat, was jetzt regelmäßig auch kommen wird. Das heißt, ich hoffe natürlich auch auf eure, euren Liebreiz, den mit unter Kommentierern quasi gegenüber, dass vielleicht die jetzt das letzte Mal mitgemacht haben, ihr könnt auf jeden Fall nochmal mitmachen. Ne? Ich werde euch da keine Regeln setzen. Die Frage ist, lasst ihr vielleicht jetzt erstmal anderen Vortritt? Macht das mit euch aus. Ich verurteile keinen, der trotzdem drunter kommentiert, weil ich glaube, es hat hier viel auch mit dem Thema zu tun. Das heißt also, es kann sein, dass jetzt die nächsten 3 Themen eine bestimmte Person total super ansprechen und sagen, boah geil, da will ich auf jeden Fall was zu basteln. Und dann mache ich vielleicht ein Thema, wo derjenige sagt, oh ne, da mache ich erst gar nicht mit. Ne? Da habe ich gar keinen Bock. Also ich denke schon, dass ich so gut wie möglich versuche, da so einen Ausgleich zu bekommen, dass auch jeder mal irgendwie drankommt. Und möchte ich noch mehr dazu erzählen? Eigentlich gar nicht, weil ich habe das Gefühl, ich rede immer wieder das Gleiche und verhaspel mich dann. Und das, was du jetzt noch wissen musst, ist, um 18 Uhr geht der Community-Beitrag auf YouTube online. Darunter kommentierst du, ich bin dabei. Und wenn du unter den ersten 8 bist, findest du deinen Namen,
später auf meiner Website unter dem Punkt ATC-Tausch. Dafür gibt es extra eine Seite auf meiner Website. Dieser Link dazu wird auch verlinkt. Und ich werde es auch nochmal separat in meiner Discord-Community, das heißt also diesen Server, den ich da habe, den Link findest du auch unten unter diesem Video. Das ist so ein Austausch, so ein Chat im Prinzip. Und da gibt es auch eine Rubrik ATC-Tauschparty. Und da werde ich dann auch nochmal die Namen veröffentlichen für die, die meine Website dann doch irgendwie aus irgendeinem Grund nicht finden. So. Jetzt habe ich aber, glaube ich, finito. Die Zeit läuft. Und jetzt zum Schluss bewahre ich mir auf. Ich gebe euch schon mal das Thema bekannt. Das Thema wird sein Spiegel. Ja? Spiegel wird das Thema der nächsten Runde. Also, wartet gespannt auf den Beitrag heute Abend. Seid schnell, schreibt ich bin dabei darunter. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn es wieder heißt ATC Tauschparty. Tschüss!